Bro, das ist so heftig, Alter. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Servus, Freunde von YouTube. Nach einem 23-Stunden-Stream kann man sich noch den neuen Gott geben. Deswegen dachten wir, wir machen mal ein 2 gegen 2. Diggi. Timeout hast du verdient, du Hund. Hightox triggert mich. Testen wir mal, was der neue Gott so kann. Genau. Oh, Poseidon ist wahrscheinlich absolut eklig für ihn. Oh mein, so. Dann holen wir uns. Ja, ich will eigentlich gar nicht. Ich komme so oder so ran. Seine 2 ist noch nicht. Kann man noch nichts lesen, gell? Nee, aber seine 2 ist ja einfach dieses. Ja. So. Also die erste 1, der erste Schuss von 1 geht durch Minions. Wieso? Warte mal. Der hängt dann an dir. Okay, das heißt, du musst die leveln. Wo ist der Kollege? Der macht Speedrun. Achso. Okay. Uff. Aha, ja, das Scheiße. Ist schwach, der Bruder. Ah, fick mein Lieb. Warte mal. Ist da irgendwas, dass die 1 einem manchmal zweimal wirft und manchmal. Ich glaube, du musst beide Schwerter aktiviert haben, ja. Dann machst du erst 2 Würfe. Erst die ist das wegen der passiven? Genau, du musst 2 Autotext gemacht haben, dass du überhaupt zweimal deine 1 wirfst. Warte. Nee, Digga. Kann ich auch so. Echt? Ich habe keinen Autotext gemacht, einmal die 1 gedrückt und dann nochmal links klickt, dann wirfst du beide. Ja, aber war dein. Nee, guck mal, warte. Guck mal, ich habe noch keinen Autotext gemacht. Ich mache meine 1 und dann nochmal. Ja, wie sieht deine passive gerade aus, Bruder? Die ist jetzt voll, aber die kannst du mit deiner 1 voll machen. Die zählen als Autotext, glaube ich. Ja. Aber du brauchst mindestens einen, dass die einmal voll ist. Oder? Weil wenn ich die jetzt werf. Ich hatte sie nicht voll. Ohne Witz. Okay. Die 2 ist auf jeden Fall nice mit dem Stun. 2 ist heftig. Die 2 ist echt heftig. Also. Wird trotzdem die 1, weil die ist so safe poke. Macht auch gut Schaden. Was hat die für. Ah, ich sehe das Scaling von der 2 nicht. Oh. So, jetzt kann ich 2 Stück machen. Komisch. Werk mal kurz, Schirmi. Mhm. Ja, staut einen haben. Er hat sich zu mir geholt. Okay. The fuck. Hm. Das war jetzt. Hast du Gagges, Schirmi? Mhm. Ja. Also wenn ich denke. Oh, ja, pro Gott nur einmal wahrscheinlich mit der Ulti hinterher, oder? Ja, nee, ja, nur das einmal. Waren pro Gott. Das waren drei Mal? Stück. Das okay. Waren 3 Stück. Ja. Das hast sah du voll dreimal geultet. Deswegen, das sah irgendwie voll komisch aus. Das ist halt mega schnell. Guck, ich kann jetzt zwischen meine 1 nicht nochmal aktivieren. Hä? Ah, warte mal. Das war doch, du musst nur den Klick machen. Bruder, ich drück auf die 1. Ja, auf die 1 auf Q. Behindert. Okay. Der Warnvorstellung. Er ist aber nicht Damage-immun in seiner Ulti, ne? Ah. Alter, ich weiß nicht. Die Ulti ist schon. Du musst schon aufpassen. Musst du gucken, ne? Also, wo du sie machst. Du kannst dich selber auseinandernehmen mit der Ulti. Ja, ja. Oh mein Gott, war die Ulti knapp. Ja, du musst echt aufpassen, so, weil. Kannst du sie abbrechen, dass er nicht hinterher geht? Nee, sobald du charge, also auf den Gegner charge, geht der durch. Ja. Kannst du nichts canceln. Schon manchmal Arschkarte. Du musst halt gucken, dass du dann die richtigen Targets auswählst. Das ist dann die Skillsache, ne? Dass du nicht zum Schluss. Ja. Warte mal, fängt der bei dem zum Schluss an? Oder fängt er bei dem ersten an, wo er damals getroffen hat?
Oh. Ja. Ja, Digga, also. Okay, 1 gegen 1 ist schon krank. Ist krank, wenn du die Ulti hast. 1 gegen 1 ist auf jeden Fall krank. Du kannst dir ja gar nicht ausweichen, höchstens mit Aegis oder so. Genau. Ja, Aegis oder Beats, ich weiß nicht, ob du Beatsen kannst. Ne, Beatsen bringt ja nichts. Sie sieht dich in dem Fall ja nicht. Ja, genau, weil er kommt dir ja nur hinterher. So. Warum kaufe ich überhaupt Wards, Digga? Was ist los mit mir? Ich bin so. Was bringt die nach der 3, wenn er sein Shuriken wirft? Also wenn er sein Dings wirft? Auch nochmal Damage. Nochmal Damage und Verlangsamung macht. Ja, du kriegst dann einfach so einen Range Auto Attack sozusagen. Absoluter Schaden. Ist das True Damage? Ja, ja. Die 3, wenn du durchlaufst, macht True Damage. Ja. Deswegen am besten gar nicht bewegen. Ulti hat eine gute Range eigentlich. Ja, guck mal. Poh, Schuss, Alter. Die Ulti ist halt. Ja, okay, die Ulti ist krank, Mann. Aber Teamfights wird. Ja, es ist schon kritisch. Also im Endeffekt, du willst so schnell wie mich deine Abilities draufklatschen, ulten. Ja. Ja doch, dann auf jeden Fall Ability. Also Auto weil deine Ulti, macht wenn du sie Sinn, triffst, ja. die Safe Damage. Und die zu treffen ist auch nicht so schwer. Und dann holst du dir für dein Sustain Bloodforge und das passt dann. Ja. Mann, ich denke auch Crusher ist echt gut auf dem. Ich mache jetzt mit Jotun ein bisschen Cooldown. Ja, Cooldown auch. Oh, Bruder. Was war das? Ach, sonst war die 2. Okay. Ja, ja, die haben. Standardgröße. So, du kannst den ganzen Scheiß aber auch eggessen. Du kannst den eggessen. Egg ist auf jeden Fall gut natürlich. Beat bringt dir einen Scheiß. Ah, schade. Ah, oh, die ist echt getroffen, der leckt mich am Arsch. Oh, die hatten die Form. Die 1 reicht echt weit, gell? Mhm. Mhm. Ja, 20, maximal 30. Komplett Cooldown brauchst du nicht auf der gehen. Guckst, dass du deinen Doom Orb hast. Dein Pen. So, jetzt muss ich muss jetzt mal Hydras. Digga, warum kaufe ich Wards? Was ist los mit mir? Was hat der für ein Movement Speed? 443 ist auch ordentlich. Ja genau, probier mal das Bild, das wird besser gehen. Natürlich musst du ein bisschen situationsabhängiger bauen, aber... Okay. So ein Vulcan ist auch ein Problem für mich. Ja, du kommst halt nicht ran, das ist, ja. Du musst halt wirklich am Gegner ran. Die einzige Möglichkeit für mich an dich ranzukommen ist mit also, meiner Ulti. Ja, ja. Oder Blink 2, oder Blink 1, 2. Ja, und die 2 ist halt nice, wenn du den... Und wenn du in meinen Dings kämpfst, also in diesen Dingern darfst du nicht gegen mich kämpfen. In diesen Stacheln. Ja. Die machen, guck mal, wie viel Schaden die machen. Heftig. Ja, Mann. Echt viel Schaden, Alter. Ich hol mir aber auf jeden Fall mal Beats und ein Ulti. Du setzt nicht noch True Damage. Hm. Ja, ja, ja. Das, ich will mal wissen, was, ob überhaupt was passiert oder ob Beats. Naja, da wird nichts passieren. Beats werden überhaupt gar nichts passieren, eigentlich, weil du wirst nicht CC. Aber du kannst den ganzen Scheiß auf jeden Fall eggessen, das ist schon mal. Ich
denke, Aegis ist hier auf jeden Fall am besten, so wie bei einer Poseidon-Ulti. Klar, mit Beast kommst du auch gut raus, aber... Ja, du kannst ja dem Dings gar nicht ausweichen, du kannst der Ulti nicht ausweichen, deswegen. Bei dem... Naja, deswegen, ich weiß nicht, ob dann die Ulti auch gecancelt wird, wie bei... Guck mal, wie viel Schaden die 3 an den Minions macht, Digga. Ja, das können wir auf jeden Fall ausprobieren, aber ich denke mal nicht, dass die... Dass du sag die Bescheid, kannst. Wenn du hast, oder nicht. Ja, genau. Hat, weil mein Hydros hat gerade geprockt, ne? Ne, bringt nix. Ja. Uff, Sidon OP. Oh, ich kann nicht Aegis. Schade. Also Aegis ist auf jeden Fall ein Muss gegen den. Ja, du kannst es tatsächlich nicht beatzen. Das ist krass. Trance ist auch gut, ja. Also Trance ist halt... Ich baue jetzt gerade nur so, wie ich jetzt vielleicht mache. Ja, ich baue gerade auf Trance. Trance ist zum Beispiel, baue ich im Jungle nur dann, wenn ich weiß, okay, ich läuft gut. Ich kann es mir erlauben, jetzt zu stacken. Wenn nicht, dann würde ich Hydras gehen vielleicht. Weil seine 1 zählt als Auto-Attack, so wie ich das jetzt verstehe. Und dann prockt Hydras auf Distanz, was natürlich sehr nice ist, wenn das auch so ist. Also am besten ist... Ja, er ist nett. Bro, the damage. Oh Gott. Holy shit. Wie schnell hast du den getötet, bitte? Ah. Ja, das ist schon nice. Alter, hätte ich hier Bloodforge geholt. Genau. Wäre das nice gewesen. Mit Bloodforge dann, aber ja, es hat Bloodforge holst du so als fünftes Item. Mhm. Aber lass mal ganz kurz gucken wegen meinem Hydras. Ob das also prockt er jetzt mit deiner 1 oder nicht? Sollte schon. Müssen wir mal kurz gucken. Wir stehen beide einfach gleich. 653, 653. 3-4. Ah, schade. Jimmy hat ein Assist mehr. Ist so, was ist mit dir, Jim? Sorry. Halt dich mal von meinen Kills fern, du Hund. Ich bin da, wo Red Buff ist. Ja, ich komm. Jimmy, kämpf du gegen Akku. So gut. Okay. Warte, lass mich kurz den Scheiße gucken. Ja. So. 78. Warte. Ich sehe doch den Proc, oder nicht? Ja. Ich sehe keinen. Nein. Ich sehe nur einen Crusher Proc. Hydras Proc sehe ich hier nicht. Okay, warte. Kein Hydras Proc? Nein, kein Hydras Proc. Geh mal nochmal zurück. Also in die Base. Vielleicht ist es. Hast du schon probiert? Oder. Warte, was meinst du? Ja, komm mal zurück, mal gucken, vielleicht. Ja. Yeah. Ich lauf mal darüber zu dir zum Speed. Ich sehe bei T beim erlittenen Schaden, sehe ich nur den Crusher. Ich bleib stehen. Hallo, ich bin hinter dir. Oder ich bin hier. Ah, sorry. Warte mal kurz, ist das hier halber? Jetzt hast du einen Hydras Proc bekommen, oder? Kommt drauf an, wie das Symbol dafür aussieht. Ich glaube, das ist nicht das Hydras, was hier anzeigt. Warte, wie sieht das TR1 Hydras aus? Ja, warte, das ich mach hat geguckt. Warte. Guck mal, T, ist das Hydras? Nee, das ist ein Auto-Tag. Mach mal deine 2 und Auto-Tag. So. Das war Hydras auf jeden Fall. Genau, das, also die 2. Die 2 macht einen Hydras Proc. Die 1 nicht dann. Nee, also die Range macht keinen Hydras Proc. Wenn ich jetzt hingehe. Machen wir jetzt einen Auto-Attack? Hä? Nee, die 1 die hat auch keinen Proc. Die 1 also, macht keins.
Die 1 ist echt nur ein Auto, zählt als Auto-Attack, Digga. Ist komisch, Digi. Ist echt komisch. Weil Auto-Attacks procken kein Hydros, also. Warte mal. Weiß nicht nur, bei uns ist, bei T, bei dem zuletzt erlittenen Schaden, zeigt es kein Hydros Proc ein. Proc an. Du bist gerade gestorben, oder? Ja, ja. Drück, wenn du Y drückst, was siehst du da? Grundangriff alles. Dein Skill und Crusher. Kein Hydros. Vielleicht ist es hier ein bisschen verbuggt auf dem PTS, könnte auch sein. Kann auch sein, weiß ich nicht. Ja, können aber wir noch nicht sicher aber sagen. Nach aber nach der 2 habe ich auf jeden Fall einen härteren Auto-Tag gemacht, das weiß ja. ich. Ja, ja. Die 1 nicht. Das können wir, guck mal, das können wir testen. Komm mal nochmal rein. Ja. So, warte. Also. Was macht der? 215. Ne, der prockt nicht. Der nach der 2 macht 317. Guck doch mal. 312. Jetzt warte mal. Und jetzt normale Autotech? 223. Der prockt nicht nach der 1. Ja, ich hab die 1 nicht gemacht. Achso, ja, nach der 1 nicht. Warte mal. Ja, warte mal. Ja. Du bist low. Mach mal deine 3 und dann Autotech. 215. Prockt auch nicht. Okay, das ist komisch. Das ist komisch, das ist echt komisch. Komisch. Okay, lass mal jetzt noch hier auf Tryhard-mäßig kämpfen. Ja. Yeah. Aber ich denke, man kriegt so ein ungefähres Feeling für den. Ja. Yeah. Auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall stark, Digga, so. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, seine 3 wird auch heftig sein, wenn man. Man darf die echt nicht unterschätzen, Mann. 25% slow. Wenn du das mit deiner 1 machst, hast du 5. Stackt sich der Slow, Bruder. 65% Slow dann? Oh shit, Digga. Sein Playstyle ist schon geil. Ja, es ist auf jeden Fall so Harakiri-mäßig, Alter. Ja, Mann. Also, du zerfetzt schon echt schnell, Mann. Structured Damage. Also Swishies wirst du ausschalten wie nochmal was. Es ist schon nice. Also schon mal an den Camps. Ja. Rockt es. Okay. Vielleicht ist es noch bei mir. Ne, die Passive fühlt sich auf jeden Fall auf. Bro, das ist so heftig, Alter. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Darauf kommt's an, Digi. Der Chat muss Spaß machen. So. Der macht auf was jeden Fall Balance Spaß. Und so angeht, ja, das ist dann alles. Das kommt dann noch. Aber der Playstyle muss Spaß machen. So. GG, nice. GG. Ja, das war der neue Gott, Luca. Genau, ein Assassin. Der ist nice. Sonst dauert alles zu lange. Ist schon relativ cooldown. Ich hab in 10 Sekunden wieder. Ach, warst du das gerade? Ja, ja. Okay, warte. Wir sind im gleichen Team gerade, deswegen das ist. So, jetzt bin ich im Gegnerteam. Ulte? So. Okay, es geht durch Wände. Und halt's Maul. Das ist heftig, das ist heftig. Glaubt mir wieder keiner. So, das ist heftig.
Das ist doch, Alter, wow. Okay, warte mal, ich ulte okay, jetzt mal, wenn du mich ultest. Geh mal bitte auf die andere Seite von dieser Scheißwand. Warte mal. Ulte mich mal und ich ulte. Okay, und los. Ja. Hast du mich gerade getroffen? Aber ich hab dich kurz getroffen, aber weil du zu lange gebraucht hast, um hochzugehen. Warte, nochmal. Digga. Reduce doch die Cooldowns, du Hund. Warte. Ich ulte mal diesmal früher, nachdem du mich zweimal getroffen hast, ulte ich. Ulte und dann ulte ich dich. Nee, ulte. Nee, Digga, ja. Du frisst trotzdem Damage. Du kannst dem Schaden nicht entkommen, Alter. What the fuck? Das ist heftig. Okay, geh mal komplett auf die andere Seite. Ja, okay, ich geh mal hier komplett hin. Auf die andere Seite. Ich muss dich also, du siehst mich. Zwischen der ersten Wand in der Mitte. Erste Wand in der Mitte, okay? Du siehst mich doch, Bruder, du siehst mich doch. Ich seh dich nicht, wo bist du? Ich seh dich. Du seh dich nicht. Ah, okay. Ah, keine Ahnung, bleib mal. Du hast durch zwei Wände geschossen, auf jeden Fall. Digga, okay, das ist schon. Alter, das ist schon krank. Das ist echt nicht schlecht. Also, Gank-Potential ist auf jeden Fall da, Leute. Digi, scheiß auf Blink. Wenn du ultest durch die Wand, wenn er wegdasht, bist du an ihm dran. Ja. So, und du bist CC, du bist CC-immun in deiner Ulti, ne? Ja. Mach mal, ulte mich mal. Ja. Meinst du, das könnte ein Bug sein? Weiß ich nicht. Fickt euch von Herzen, fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.